perfekt. Ich suche einen gewissen Arthur Morgan. Jo Leute, was geht ab und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute begrüße ich euch aus dem wunderschönen Ungezheim hier in, ich weiß nicht genau, wo Ungezheim liegt. Ich habe mir die Map-Beschreibung nicht ganz angeguckt. Ich weiß nur, dass das eine relativ hübsche Map ist und ich sie mir deshalb ausgesucht habe. Vor allem, weil viele von euch sich mal wieder gewünscht haben, dass ich mal wieder ein bisschen Landwirtschaftssimulator bringe. Und naja, hier ist es, ein neues Let's Play. Das alte Let's Play würde so oder so nicht funktionieren, weil die Map ein paar, und mit ein paar meine ich einige, Updates erhalten hat. Ja, wofür man halt auch ein neues Save Game braucht, und da hatte ich keine Lust, das alles nochmal neu zu machen. Deshalb habe ich mir eine neue Map gesucht, und zwar in dem Fall Ungezheim. Und nein, die habe ich mir nicht ausgesucht wegen Unge, damit ich Unge im Titel stehen habe und dann vielleicht ein bisschen Klicks abgreifen kann. Das war nicht meine Intention. Ich weiß selbst nicht, wieso die Map Ungezheim heißt, aber ich fand sie halt hübsch. Ich meine, ihr müsst schon sagen, hier mit dem ganzen Grün und so, das sieht schon echt gut aus. Das liegt nicht unbedingt nur an der Grafik von dem Game. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel man hier fahren darf, aber ich glaube, ich werde mal ein bisschen Gas geben. Ich glaube, mit 40 kann man ja schon rüber. So, und eben wird das hier ja wohl nicht sein. So, jetzt müsste es normalerweise hier lang gehen. Das Ding ist, der Hof ist, ich meine, die Map ist relativ groß, deshalb ist der Hof auch relativ weit weg, auch wenn ich sagen muss, dass die Aussicht echt gut aussieht von hier. Du siehst echt viel. Sieht echt super aus. Muss ich schon sagen. Also ganz ehrlich, das ist eine echt hübsche Map. Aber das ist doch auch angenehm, muss ich sagen. Erstmal, bevor es so richtig losgeht, erstmal sich die Map so ein bisschen anzusehen, ein bisschen rumzufahren. Ist doch auch angenehm. Ich meine, es ist ruhig und entspannt. Ich meine, Leute, bevor ich dieses Video hier aufnehme, habe ich 3 PvP-Videos geschnitten. Von Red, also Red Dead Online. Das ist schon ordentlich entspannter, muss ich sagen. So, jetzt wo wir Asphalt gefunden haben, sind wir auch gleich schon in der ersten Ortschaft. Und da sehen wir auch schon das erste Auto heute. So, das hier ist die erste Ortschaft. Aber das hier ist noch nicht Ungezheim. Das ist noch ein ganzes Stück bis dorthin. Also ich meine, es tut schon weh, ein bisschen das Ganze hinter sich zu lassen. Mit der Oberlausitz und Olaf und Günther und wie hieß die weibliche Helferin nochmal? Keine Ahnung. Habe ich vergessen. Schon zu lange her. So, 70 auf der Landstraße. Ich glaube, das wird wohl erlaubt sein. Zumindest hoffe ich das mal. So, ich glaube, wir sind da. Leute, habe ich schon erwähnt, dass diese Map echt groß ist? So, jetzt links oder rechts? Das ist die Frage. Ich könnte ja irgendwo nach dem Weg fragen. Moment, dann stelle ich mich mal hier an die Seite. Frage ich mal hier nach dem Weg. So. Da wird ja wohl jemand hier wissen, wo ich hier bin. Hm, okay. Also, die nette Dame da hinten meinte, ich müsste zuerst hier links und dann einmal rechts. Und dann wäre ich auch schon so ziemlich da. So, da kommt nichts. Können wir losfahren. Oh, eine hübsche Brücke. So. Hier vorne soll es wohl sein. Hier sollen wir dann rechts. Da kommt nichts. Da auch nicht. Dann ab geht's. Oh,
Das sieht mir eigentlich auch schon nach Ungezheim aus. Ich glaube, das müsste es sein. Uiuiui, und ich sollte nicht mit 80 hier reinfahren. Ich möchte es mir nicht mit den Anwohnern direkt verscherzen. Oh, hier ist auch schon die erste Bushaltestelle. Ah, wo ist der Hof? Wo war der Hof? Ist die Frage. Ich werde mal hier reinbiegen. Da werde ich es ja wohl finden. So, vielleicht auch. Oh. Ich glaube, das hier könnte es sogar direkt sein. Ist es das? Oho. Ich brauche echt ein neues Auto. Das Ding hier hat kein GPS. Gut, ich hätte mir auch so ein Gerät kaufen können, aber. Das scheint unser Hof zu sein. Also wie in der Anzeige. Vier Traktoren. Einige Hühner. Scheinen 10 Hühner zu sein. Und um die 16 Kühe. Also wie es in der Beschreibung stand. An Geräten scheint es hier auch nicht zu mangeln. Ja, ich meine, gut, zwei echt alte Traktoren, aber die anderen zwei hier sehen noch gut in Schuss aus. Einer davon sogar mit Frontlader. Hier ist noch ein Kipper. Da ist noch eine Ballenpresse. Hier sind ein paar Gewichte. Oho. Was hat denn mein Vorbesitzer hier damit gewollt? Das ist doch viel zu schwer für die kleinen Träger. Hier ist ein kleiner Flug. Oh. Köckerling. Den kennen wir doch irgendwoher. Wo ich sagen muss, dass mir die Combaliner Citera auch nicht unbekannt vorkommt. Aber wo war jetzt. Ich meine, ich habe doch einen Mähdrescher mitgekauft. Müsste der nicht auch hier irgendwo sein? Aha. Hier. Ich hab's gefunden. Interessant. Zusammen mit noch ein bisschen Ausrüstung fürs Gras. Oh. Jetzt verstehe ich. Diese Wiese gehört wohl auch zum Grundstück dazu. Ja, ich frage mich nur, wie der auf die dämliche Idee kam, den hier abzustellen. Immerhin passt der hier ganz runter. Moment, also das will ich mir mal ansehen. Oh. Nicht schlecht. Gut, ich meine, das in der Oberlausitz, das Teil, das war ein bisschen moderner, aber. Oh, ich kann sogar hier hinten reingucken. Gut, an der Hupe kann man arbeiten. Aber ansonsten passt das doch. Nicht schlecht. Perfekt. Ich glaube, das war ein aufschlussreicher erster Tag. Und ich würde sagen, nächstes Mal fangen wir mit der Arbeit an in der nächsten Folge. Guten Tag. Wie viele Leute hier rumlaufen. Guten Tag. Oh Gott, es ist oder so schon fast 20 Uhr. Oh Mann. Aber nicht schlecht. Ist doch ein hübscher kleiner Hof, den wir hier gekauft haben. Ich meine, mit schöner Aussicht.